Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Secret TV Unzensiert. Und ich sitze hier mit Hans-Peter Tietz und wir werden, glaube ich, gleich mehrere Sendungen mit ihm aufzeichnen, weil der Mann so viele Themen hat und so vielseitiger Mensch ist. Peter, ich darf Peter Aber sagen, sicher, ne? aber Du Sie. bist erstmal Autor mehrerer Bücher und du warst aber auch mal Politiker als Abgeordneter. Für wen, für was, warum, wo, Ja, wann? das ist eine recht eigenartige Entwicklung gewesen. Ich war an sich ein braver Patentassessor an der Akademie der Wissenschaften und habe da Patente gemacht. Und Akademie der Wissenschaften ist Dresden oder wo nee, ist nee, es? ist Berlin, Berlin, okay. Ostberlin gewesen. Ostberlin. Und dann lag das so in der Luft mit dem Fall der Mauer. Und das habe ich also in Berlin miterlebt. Und stieg dann mal aus am Bahnhof Ostkreuz, und da hing ein Plakat, Gründung einer FDP Ost. Ich habe noch nie was damit zu tun gehabt, mit einer Partei. Ich habe mich also gehütet, da während der DDR-Zeit da in so eine Blockpartei zu gehen. Und habe dann munter und frisch die FDP Ost mitgegründet. Die Partei wurde auf meinen Namen eingetragen, kam dadurch in die letzte Volkskammer als Spitzenkandidat von Berlin. Und das war aber auch noch nicht das Ende, dann noch im Europaparlament als einer der 18 Beobachter. Also ganz merkwürdig. Und deswegen ist mir hier dieses Metier nicht ganz unbekannt. Wunderbar, dann werden wir die Sendung auch irgendwie sauber über die Bühne bringen. Aber wir wollen heute über einzelne Bücher reden. Das heißt, Wetterleuchten über Planet Erde. Da Ja. geht es also um Wetterphänomene. Viele Leute machen sich ja heute Sorgen um den Treibhauseffekt und Erderwärmung und so. Und du siehst das alles irgendwie ein bisschen anders. Ja, ich meine, dass wir hier wieder mal mächtig in das Licht geführt werden. Der CO2-Gehalt, der Kohlendioxidgehalt wird als Treibhausgas betrachtet und der wäre eigentlich der Schlimme. Und nun geht es wird also darauf orientiert, den CO2-Ausstoß zu minimieren und mit allem drum und dran, dass dann Zertifikate da verhökert werden. Nun muss man aber bedenken, dass der CO2-Gehalt nur 0,03% in der Atmosphäre ausmacht. Das sind 3/10000stel. Wie sollen 3/10000stel so einen Treibhauseffekt hervorrufen? Stattdessen bin ich überzeugt davon, dass die Sonne dran schuld ist. Die Sonne ist ja wirklich nun maßgebend für das ganze Leben auf der Erde, gestaltet das Wetter und es muss mit der Sonne zusammenhängen. Also die Klimaerwärmung findet statt, deiner Meinung Ja, nach, aber und es ist ein natürliches Ereignis, dass die Sonne mehr strahlt, oder ist das ein Ausnahmezustand, oder wie kann man das sehen? Können wir dem vertrauen oder müssen wir da Angst haben? das ist eine gute Frage. Also Fakt ist, dass die Sonne gewissen Zyklen unterworfen ist oder besser müssen wir jetzt sagen, unterworfen war. Wir wissen, dass die Sonne Sonnenflecken aufweist. Und diese Sonnenflecken sind immer ein Zeichen ihrer Aktivität. Je mehr Sonnenflecken, desto größer ist die Aktivität der Sonne. Warum das so ist, keine Ahnung. Nun war das bisher immer so, also seit ewigen Zeiten, seit man begonnen hat, die Sonne zu beobachten und Aufzeichnungen zu machen, dass diese Sonnenflecken immer sich in einem 11-jährigen Zyklus bewegten. Das heißt, alle 11 Jahre gab es ein Maximum. Und dann fiel es wieder ab, ging wieder hoch. Und dieses letzte Sonnenfleckenmaximum hatten wir im Jahre 2000. So, nun hätte, wenn Ist das eigentlich normal normal. weitergelaufen wäre, hätte wieder das abfallen müssen. Und jetzt würde es sich wahrscheinlich wieder allmählich in Richtung Maximum bewegen. Und das ist eben das erste Mal, seitdem gemessen worden ist, nicht geschehen. Stattdessen ist die Sonnenaktivität nicht nur auf dem Niveau geblieben 2000, sondern ist fortwährend angestiegen. Also wir haben jetzt eine Sonnenaktivität, die praktisch noch nie festgestellt worden ist. Und es geht immer weiter nach oben. Und das ist natürlich klar, dass sich das aufs Wetter auswirken muss. Und deswegen haben wir eben diese sogenannte Erderwärmung, die ja wirklich stattfindet, aber eben nicht aufgrund des Treibhauseffektes, sondern eben durch diese eskalierende Sonnenaktivität. Und du hast aber auch jetzt keine Ahnung, ob das ein natürliches Ereignis ist oder etwas, was jetzt auf etwas hindeutet, dass wirklich eine Veränderung stattfindet. Viele Leute sagen ja, dass
ein Anstieg des Bewusstseins oder sowas auf der Erde auch stattfindet, dass das vielleicht ein kosmisches Ereignis ist, was Ja, auch vielleicht regelt, aber in größeren Zeitläufen stattfindet? Oder wie siehst du das? Das könnte ein ganz komplexes Ereignis sein. Also Fakt ist, wenn wir es naturwissenschaftlich erstmal betrachten, muss ja irgendetwas diese Aktivität der Sonne auslösen. Nicht? Wenn das immer ganz normal in dem 11-Jahres-Zyklus gelaufen ist, muss ja irgendetwas passiert sein. Ja. So, und da stößt man nun, erinnert man sich an die alten sumerischen Schriften, die sumerische Kultur, die war vor ungefähr 6000 Jahren entstanden, also noch vor der Sintflut wohl oder unmittelbar danach, und hat sich die Dokumente haben sich überdauert bis heute in Form von Tontafeln. Die sind gefunden worden. Und dankenswerterweise gab es oder gibt es da einen Orientalisten, das ist der Sitschin, Zecharia Sitschin, der war in der Lage, diese Tontafeln im Original zu lesen und hat die übersetzt. Und was er da gefunden hat, war also frappierend. Diese alte sumerische Kultur war damals praktisch aus dem Nichts entstanden. Nicht? Normalerweise würde sich die ja entwickeln, die war urplötzlich da. Das ging also bis zum Zweikammerparlament. Nicht? Also es war alles da, was man sich denken kann, Landwirtschaft und man kann sich es gar nicht besser vorstellen. Auch Rechtswesen, alles. Und das Interessante ist, dass eine ganze Menge von astronomischen Aussagen da aufgezeichnet worden sind. Die kannten damals das gesamte Planetensystem. Also auch bis zum Pluto hinten, den man ja erst jetzt vor einiger Zeit entdeckt hat. Nicht? Die äußeren Planeten waren ja ursprünglich unbekannt. Ja. Und es gibt Darstellungen. Da müsste man auch schon super Teleskope für haben, um den überhaupt zu sehen. Ja, also, ja. Und die haben allerdings recht einfach dargestellt, haben sogar die Planeten im richtigen Größenverhältnis aufgezeichnet. Und nun kommt's. Da war in diesem System noch ein zusätzlicher Planet drin. Ein zusätzlicher Planet, den sie Nibiru oder auch Marduk nannten und der nach diesen Aufzeichnungen der alten Sumerer eine kometenhafte Umlaufbahn hat. Nicht während ja unsere Planeten alle brav ihre Kreisbahn, mehr oder weniger kreisförmige Bahn drehen und zwar entgegengesetzt der Uhrzeigerrichtung, was hier von Bedeutung sein wird, ist dieser Planet hat eine ganz ausgeprägte kometenhafte Form. Also wenn wir normalerweise hier jetzt die Sonne hätten und da den normalen Bahn, dann würde der jetzt quasi der so reingehen und wieder raus. Ja, ne? Sehr weit raus. Wie lange dauern da die Umläufe? Ist das ein, zwei Jahre? Also oder? Nach den Darstellungen dort wäre die Umlaufzeit 3600 Jahre. Das heißt also alle 3600 Jahre tritt er von außen kommend in das System hier ein. Um das aber zu verstehen, muss man noch etwas weiter zurückgehen. Ich weiß nicht, woher die alten Sumerer dieses Wissen hatten. Wann war denn die sumerische Kultur? Hat so das ungefähr vor 6000 Jahren. Aha. Da ist dargestellt, dass, also ganz am Anfang, gab es noch keinen Planeten Erde. Und durch die äußeren Planeten wurde ein offensichtlich so vagabundierender Himmelskörper angezogen und passierte dann die äußeren Planeten und wurde praktisch ins Sonnensystem hineingezogen. Und bei dieser Passage gab es also ziemlich große astronomische Ereignisse dergestalt, dass dieser Planet, den die Sumerer Nibiru oder Marduk nannten, der sei noch plastisch gewesen, hat bei seinem Durchgang bei den äußeren Planeten insgesamt 7 Monde gebildet, die von ihm praktisch abgesprengt wurden durch die Gravitationskräfte. Und dann kam er mehr ins Innere
Und diese Fehlstelle, die wir heute haben zwischen Mars und Jupiter, da fehlt ja nach dieser bodischen Reihe, fehlt ja, ja da ein Planet. Da war ein Planet vorhanden. Aber das war ein Asteroidengürtel, oder nicht? Später dann. Aha. Und das damals war ein richtiger Planet da, der Tiamat genannt wurde. Ja. So, nun kam der da durch und hat mit seinen Monden, die er da nun gebildet hat, es waren also insgesamt waren das 7 Stück, hat er dann die Tiamat so beeinflusst, dass sie 11 Monde abspaltete. Mhm. Und diese 11 sind dann, haben folgendes Schicksal nach diesen Schriften. 10 davon sind dann praktisch, haben sich verflüchtigt im Sonnensystem und bilden heute die sogenannten Kometen. Mhm. Das wäre also eine Erklärung, woher die Kometen eigentlich kommen. Das weiß nämlich keiner so richtig. Ja. So, und einer von diesen 11 hat der Marduk mitgenommen und wurde Kingu genannt. Dieser Mond ist insofern von großer Bedeutung, wie wir gleich sehen werden, weil er unser heutiger Erdmond sein soll. So, nun ist der Marduk wieder ausgetreten und bei der nächsten Passage, als er wieder dort durchkam, ist diesmal einer der Monde vom Marduk ist mit der Tiamat richtig kollidiert und hat oben praktisch eine Hälfte weggeschlagen. Und diese Hälfte wurde aus der Bahn geschleudert und nahm diesen Mon Kingu vom Marduk mit und ist dann in die Erdbahn eingeschwenkt und das soll unsere heutige Erde sein. Das muss aber schon ewig lange her sein. Das muss schon ewig lange her sein. Mhm. So, und dann gab es nochmal eine Kollision, als er wieder durchkam, beim erneuten Durchgang. Da ist diesmal der Marduk direkt mit diesem Rest von dem Planeten Tiamat zusammengeprasselt und hat den völlig zerschlagen und das ist nun der Asteroidengürtel. Also dann haben wir jetzt diesen Planet X, Nibiru, der diese Bahn macht, diese außergewöhnliche Bahn. Das heißt, in 3000 Jahren entfernt er sich und 3000 etwa Jahren kommt er wieder näher oder wie ist das? Oder insgesamt, die gesamte Laufbahn? Insgesamt in 3000 Jahren. Und also diese Sumerer würde man dann sagen, ja, die waren auf einmal plötzlich da, um da wieder drauf zu kommen. Hat das etwas jetzt mit diesem Planeten X zu tun? Offenbar ja. Aus den sumerischen Schriften ist auch offenbart, dass dieser Planet offensichtlich später dann, das kann ja da nicht gewesen sein, belebt gewesen ist. Mhm. Und zwar von einer Zivilisation, die Anunnaki genannt worden sind. Und diese Anunnaki seien damals hier auf der Erde gelandet und hätten die sumerische Kultur geschaffen. Und wenn man das so sieht, wird das auf einmal erklärlich, woher die alten Sumerer das Wissen hatten. Die konnten es ja gar nicht haben. Woher auch die plötzliche Kultur kam. Also da haben die Anunnaki kräftig mitgemischt. Wir wollen hier nun nicht zu sehr ins Einzelne gehen, aber es gibt da sogar Aussagen, sehr detaillierte Aussagen, dass sie damals in die Kreation des Menschen eingegriffen hätten und hätten damals also Erbsubstanz von sich selber verwendet und hätten die mit, ich will nicht gerade sagen Affen, aber praktischen Vorfahren des Menschen, den sie hier vorgefunden haben, haben die gekreuzt, weil sie einen Arbeiter brauchten, der für sie bestimmte Tätigkeiten, die hatten nämlich Probleme mit ihren Planeten, die brauchten unbedingt Gold, hatten kein Gold auf ihrem Planeten, mussten dieses Gold fein verteilt in der Atmosphäre verteilen, um überhaupt diesen Planeten lebensfähig zu halten. Und ihnen war die Arbeit dann zu schwer geworden in den Bergwerken, insbesondere in Südafrika. Da haben sie dann diesen Menschen geschaffen. Und deswegen auch können wir ohne Arbeit nicht leben. Das ist praktisch in uns. Also wir sind die Nachfahren dieser Sklaven, die aus... Danach ja. Nicht? Finden wir da in der Bibel zum Beispiel oder in alten Schriften bei uns auch Hinweise drauf? In der Bibel finden wir zum Beispiel die Stelle, lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbilde, kann das sein? Ja. Und das ist, hier kommen wir auf einen sehr bedeutenden Umstand. In der Bibel, so wie sie jetzt uns vorliegt, ist immer von Gott, also von einer Identität die Rede. Wenn man es aber richtig wörtlich übersetzt, ist von Göttern die Rede.
Lasset uns Menschen ja, machen. Lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde. Ja. Und wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt Adam und Eva im Paradies nehmen, nicht, die sollten ja dort nicht nur sich aufhalten und tummeln, sondern die sollten ja den Garten in Ordnung halten und so weiter. Da haben wir also schon eine Querbeziehung, dass der Mensch als Arbeitstier geschaffen worden ist. Und das ist ja in unserem innersten Wesen, ist das verankert. Wir können ohne Arbeit praktisch nicht. Wir sind ganz unzufrieden, wenn wir nichts zu tun haben. Ja, genau. Können wir uns denn, wenn wir jetzt tatsächlich mal annehmen, dass es so ist, dass wir Sklavenwesen sind, also Nachkommen von Sklaven, aber im Grunde sind wir, müssen wir dann heute ja auch noch Sklaven sein? Oder haben die uns jetzt in Ruhe gelassen? Oder können wir jetzt sagen, wir haben uns aus dieser Sklaverei befreit? Oder wie ist der Zustand denn? Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu beantworten. Also überliefert ist, dass der ursprüngliche Mensch, der geschaffen worden ist, gar nicht vermehrungsfähig war. Mhm. Und die haben dann ihre Frauen da zur Verfügung gestellt, die Anunnaki, die haben dann die Föten ausgetragen und das wurde ihnen dann auch zu umständlich und so. Und da ist dann offensichtlich nochmal eingegriffen worden. Aber was man uns nicht gegeben hat, und da könnten wir eventuell, da wir jetzt mit Gentechnik doch sehr große Fortschritte machen, also bei allem Wenn und Aber, ja, hat man uns damals bei dieser Kreation und unser Leben, unsere Lebenszeit sehr stark begrenzt. Also diese Anunnaki leben praktisch ewig. Also dass wir Tausende von Jahren eine begrenzte Lebenszeit haben, das ist ja. Ja, und gewollt. Das hat man uns also nicht gegeben. Mhm. Da, es heißt ja auch, dass der größte Teil unseres Gehirns wird gar nicht benutzt. Mhm. Ein großer Teil unserer Helix, unserer Erbe wird nicht genutzt, ist abgeschaltet. Also da sehen wir noch, oft, wenn wir das also so annehmen, sehen wir da doch noch Folgen von diesen Eingriffen. Und wenn wir jetzt gentechnisch hier besser bewandert sind, könnte man eventuell da was machen. Und gewaltig das Leben verlängern, auf diese Art und Weise. Es gibt ja auch Leute, die sagen, aber dass auch die Gene oder die DNA oder DNS sich verändert durch Änderungen des Bewusstseins. Das heißt, wenn wir uns bewusstseinsmäßig verändern, verändern sich auch die Gene. Kann das sein, dass wir uns jetzt einfach aus dieser Sklaverei befreien, indem wir anfangen, selber zu denken? Ja, wir müssten vielleicht, um dieser Frage näher zu treten, noch weiter uns entfernen von dem ganzen Problem. Betrachten wir es mal vom Standpunkt der obersten Wesenheit, nennen wir sie Gott. Mhm. Gott, die göttlichen Ebenen lenken alles, sie steuern alles, sie steuern die Entwicklung des Universums und sie werden auch damals eben die Anunnaki veranlasst haben, hier den Menschen zu kreieren. Die Erde hat also offensichtlich im kosmischen Universum eine ganz bestimmte Aufgabe, auch was die Entwicklung betrifft. Ich bin also überzeugt, dass die Reinkarnation Fakt ist, dass wir uns also über viele Inkarnationen entwickeln und das greift also alles ineinander. Da hatten wir schon viele Sendungen drüber mit Leuten, die auch Rückführungen machen und so weiter, also das wäre dann bestätigt. Ja. Und wir sind jetzt hier offensichtlich auf unserem Planeten einem Punkt angelangt, den man als einen Wendepunkt bezeichnen könnte. Wenn wir uns die ganze politische Landschaft angucken, was sich da jetzt in Nahost abspielt und die ganze Geschichte mit dem Iran, der 11.9. und die ganzen Hypothesen, die damit zusammenhängen. Also es muss sich was ändern. Muss sich was ändern. Die Menschheit steht offenbar an einem Scheidewege und da könnte es durchaus sein, dass jetzt von den spirituellen Dimensionen eingegriffen wird und erstmal als erster Schritt offengelegt wird, was eigentlich hier läuft. Mhm. Und da sehen wir ja, wie eben die ganzen Lügereien, die von USA ausgehen, nehmen wir eben den vorgetäuschten Grund, um den Irak zu überfallen und nun geht es wieder alles mit dem Iran raus. So weiter. Nicht, das kommt jetzt alles irgendwie ans Tageslicht und das scheint mir doch der erste Schritt zu sein, dass sich hier generell etwas ändert. Und dann könnte es also durchaus sein, dass also auch diese Sonnenaktivität, diese Anheizung der Sonnenaktivität im Allgemeinen die energetische Situation hier auf Erden auch spirituell
Dass es also nicht nur einfach heißer wird, sondern dass das alles letztlich aus der göttlichen Ebene gesteuert ist. Aber um da, da nochmal drauf zurückzukommen, auf die Frage, ja, warum powert denn die Sonne jetzt so? Der Sitschin hat, ich weiß nun nicht aus welchen Anlässen, aus seinen Übersetzungen heraus, meint er festgestellt zu haben, dass dieser Planet gerade jetzt im Begriff ist, hier das Innere des Sonnensystems zu durchqueren. Das müsste man noch inzwischen feststellen, auch von wissenschaftlicher Seite, von astronomischer Seite, dass man irgendwo so einen Planeten da mal feststellt. Wird das geheim gehalten oder wird das nicht festgestellt? Oder gibt es da Hinweise darauf, dass Sie das wissen und aber nicht darüber reden? Oder? Ja und nein. Ich habe in meinem Bekanntenkreis eine Person, die Kontakt hatte zu einem Mitarbeiter der NASA. Mhm. Und da ist vor Jahren geäußert worden von diesem ehemaligen Mitarbeiter der NASA, dass die NASA das genau wüsste, dass dieser Planet hier durchgeht. Und man hat eben sehr große Sorge, dass bei diesem Durchgang wieder irgendwelche Katastrophen passieren könnten. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir drei Durchläufe zurückrechnen, also ungefähr vor 11.000 Jahren, das war die Zeit, der Zeitpunkt, wo die Sintflut passiert ist. Ja. Mhm. So, und es sieht also ganz so aus, als wenn damals die Konstellation zwischen dem eindringenden Marduk und der Erde so ungünstig war, dass der Planet bei seinem Durchgang damals die Sintflut ausgelöst hat. Mhm. Und wenn man sich das mal vorstellt, der Marduk hat also eine Bewegungsrichtung in Uhrzeigersinn. Alle anderen Planeten gegensätzlich. Mhm. So, wenn der Marduk jetzt reinkommt und die Erde ist gerade an dem Punkt und die begegnen sich fast, also oder kommen sich sehr nahe, dann kann also sowas eintreten. Zurzeit heißt es immer, ein Planet hinter der Sonne. Das würde bedeuten, dass die Erde gerade an der anderen Seite der Sonne ist, wenn der Marduk eintrifft. Mhm. Und deswegen, es wurde also von der NASA angegeben, dass 2002 schon dieser Durchgang erfolgen soll. Wobei das eigentlich zwei Durchgänge sind. Er kommt also einmal rein, umrundet unten und geht dann wieder raus. Mhm. So, und wenn wir jetzt hinter der Sonne sind und die Erde bewegt sich jetzt entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, so rum, und würde sie also doch irgendwie mal in die Nähe bei der zweiten Konstellation Kontakt in nähere Beziehung zu diesem Planeten kommen. Und da könnten dann alle möglichen Katastrophen passieren. Könnte alles passieren. So, und da denke ich eben nun dran, wenn man sich da nun so ein Gesamtbild macht, Edgar Cayce war also ein sehr berühmtes Medium. Es ist sehr in den USA. Und der hatte vorausgesagt, dass, das müsste also jetzt um die Jahrtausendwende sein, dass es da nochmal eine große kosmische Katastrophe geben soll. Und zwar sagte er, wenn der Mont Pelée auf Martinique ausbricht oder der Vesuv, dann dauerte es noch 3 Monate und dann würde sich im Handumdrehen ganz Nordeuropa verändern. Und das konnte ich mir immer nicht vorstellen. Warum? Mhm. Nicht, was soll das mit den Vulkanen zu tun haben? Mhm. Aber wenn der Planet jetzt hier durchgeht und auf die Erde entsprechend einwirkt, dann ist das natürlich auch mit einer Erhöhung des Vulkanismus verbunden. Das ist ganz klar. So, und wenn er uns jetzt so ungünstig erwischt, dann wäre es also denkbar, dass er dann also solche gravitativen, und nicht nur gravitative, sondern da spielen also auch noch elektrische Komponenten eine große Rolle, dass er also dann eine derartig große Auswirkung hier auf die Erde hat, dass vielleicht sogar eine Polverlagerung gibt, dass sich die Erdachse verändert. Mhm. Denn damals soll die Erdachse, das ergibt sich nur wieder aus anderen Hinweisen, mal senkrecht gestanden haben. Mhm. Und es könnte also sein, dass sie auch durch diesen Nibiru damals ins Kippen kam und jetzt die Schräglage hat. Die könnte sich also auch verändern.
Aber es muss nicht sein. Wir sollten immer davon ausgehen, dass wir aus den spirituellen Dimensionen heraus gesteuert werden, sagen wir von Gott, dass jeder Mensch sein persönliches Schicksal hat und immer an der Stelle sein wird, wo er sein soll und wo es für ihn am besten ist. Und wenn der Planet Erde so ein Planet ist, wo man sehr viel lernen kann, weil eben das vielleicht nicht überall ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dann wird man wahrscheinlich auch diesen Planeten nicht einfach so zerstören lassen, sondern wird wahrscheinlich da auch irgendwie eingegriffen werden. Aber kann man dann über diese Anunnaki noch irgendwas sagen? Gibt es die heute noch oder waren die nur damals da? Oder das wäre ja auch interessant. Ja, das ist sehr interessant. Es gibt einen Sonnenbeobachtungssatelliten von der NASA, sogenannten Soho-Satelliten. Ja. So, der beobachtet praktisch die Sonne, insbesondere was ihre Aktivität in Form von Protuberanzen betrifft. So, dieser Soho-Satellit, soweit ich weiß, die Bilder gehen direkt zur NASA, das ist sicher, und die NASA stellt dann alle 20 Minuten wohl ein aktuelles Bild ins Internet. Und da sind nun Bilder aufgetreten, die also ganz unwahrscheinlich sind. Die zeigen, dass sich in unmittelbarer Nähe der Sonne Raumschiffe tummeln. Die müssen enorme Größe haben. Außerdem haben wir ja schon Sorge, hier überhaupt zum Mond oder zum Mars zu fliegen, wegen der großen Sonnenaktivität. Und die tummeln sich in unmittelbarer Nähe der Sonne. Also wie die das machen, wie die das abschirmen, keine Ahnung. Und nun wird es interessant. Es gibt in den sumerischen Darstellungen eine Skizzierung, wie man sich, es scheint sich um Raumschiff zu handeln, ein Raumschiff der Anunnaki vorstellen kann. Und auf diesen Aufnahmen jetzt zeichnet sich da ein großes Raumschiff ab, was genau die gleichen Umrisse hat. Gibt es da Abbildungen? Kann man vielleicht mal irgendwie was einblenden hier später? Ja, das wollen wir gerne tun. Hier ist verdienstvoll eine Veröffentlichung, die über den Argo Verlag gekommen ist, Metamorphose der Erde, wo das erste Kapitel genau eine genaue Übersicht gibt über diese gesamten Soho-Bilder, die in diese Richtung weisen. Wobei festgestellt werden musste, dass die NASA offensichtlich Sorge hatte, dass zu viel Wissen nach außen tritt. Die haben dann einfach angefangen, den Satelliten abzuschalten. Technischer Defekt oder so. Das ging sogar so weit, dass die Aufnahmen manipuliert haben. Da sah man also auf der einen Aufnahme sah man da so einen eintretenden Körper mit einem großen Schweif und auf einer anderen war das dann auf immer wegretuschiert. Da sah man nur noch so einen Teil davon. Also offensichtlich in der Eile ist ihnen da einiges daneben gegangen. Und da sieht es so aus, als wenn tatsächlich wenn man das also vergleicht, diese beiden Abbildungen, einmal die von den alten Sumerern und jetzt diese Aufnahme, die vom Soho-Satelliten kommt, sieht das tatsächlich so aus, als wenn das Gleiche sein könnte. Ja, das ist sicherlich ein Thema, wir müssen ein bisschen zum Schluss kommen, aber wo es vielen Leuten Angst machen wird, wenn da irgendwelche Planeten in die Erdumlaufbahn kommen können oder uns begegnen können, aber du siehst es auch so, dass man eigentlich Vertrauen darin haben kann, dass eine höhere Macht eben nicht zulassen wird, dass die Menschheit jetzt einfach so zerstört wird oder wie auch immer. Das heißt, wir können Vertrauen haben, dass alles das, was geschehen wird, auch dazu da ist, dass wir Menschen uns weiterentwickeln und höher entwickeln können. Ja, ich bin dessen sicher und deswegen beunruhigt mich das auch nicht. Man könnte ja nur in Panik verfallen, nicht um Gottes Willen. Ja. Und so. Nicht, also das, wir werden das erleben, was wir erleben sollen und was für unsere Entwicklung Gott gegeben am besten ist. Okay, ich zeige nochmal dein Buch Wetterleuchten über Planet Erde. Und ja, die Sendung ist vorüber. Ich bedanke mich aber, wir werden noch mehrere Sendungen mit dir machen. Ich fand das sehr gut. Vielen Dank, Peter Thiel. Ja, hier sieht man auch sehr gut. Da ist das nochmal abgebildet. Diese Bahn. Okay. Vielleicht kann man später noch ein paar Bilder einblenden aus diesem Buch auch. Ja, also ich bedanke mich bei Hans-Peter Tietz für diese interessante Sendung. Wir machen noch mehr Sendungen und ich hoffe, dass Sie da auch wieder zuschauen werden und sage bis dahin, tschüss.